Hallo, liebe Webgefahrennutzer. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, welches von diesen Geräten kann man eigentlich unterwegs als guten E-Book-Reader verwenden? Und da müssen wir als allererstes schon mal sagen, das große iPad fällt raus. Denn das ist ein bisschen zu groß, um das unterwegs zum entspannten Lesen zu benutzen. Die verbleibenden drei Kandidaten, die wir jetzt hier zu einem kleinen Test antreten lassen, sind der Kindle Touch, der Kindle Paperwhite und das iPad Mini. Das kennt ihr soweit eigentlich auch. Ist ja eigentlich nur der kleine Bruder. Da kann man ganz entspannt iBooks drauf verwenden. Und der große Vorteil hier ist natürlich, dass sich die ganze Geschichte nicht nur aufs Lesen von E-Books beschränkt, sondern man kann halt alle anderen Sachen auch mitmachen: Internet surfen, E-Mails verschicken, Spiele spielen und so weiter und so fort. Da braucht man nicht mehr zu sagen. Großer Nachteil hier ist sicherlich die nicht ganz so starke Batterielaufzeit und die Tatsache, dass das Lesen nicht ganz so angenehm ist wie auf den anderen beiden Geräten, weil ja, es kein E-Ink-Display hat und weil es auch noch ein bisschen schwerer ist. Von daher konzentrieren wir uns jetzt mal auf diese beiden Geräte. Wir haben hier den Kindle Touch, den gibt es schon etwas länger auf dem Markt, kann man jetzt auch noch kaufen. Hier gibt es keine Beleuchtung, das heißt, wenn es dunkel ist, das werden wir gleich auch nochmal sehen, müsst ihr euch da irgendwie eine Leselampe anschalten. Es gibt auch Hüllen mit Lampe. Und bei dem neuen Kindle Paperwhite hat man halt eine Vordergrundbeleuchtung, was dann für ein sehr angenehmes Schriftbild sorgt, finde ich. Und ich würde sagen, jetzt hier in diesem Buch können wir einfach mal ja, zum ersten Kapitel gehen und das hier öffnen. Es hat also wie gesagt auch ein Touch-Display. Die Batterielaufzeit ist hier bei 8 Wochen. Konnte natürlich noch nicht ausprobieren in der Kürze der Zeit. Und hier ist sie noch viel, viel länger. Aber ich denke mal, da wird sich der Unterschied nicht so stark bemerkbar machen, weil irgendwann kann man es halt zwischendurch ruhig mal 2, 3 Stunden an den Strom hängen und dann passt es. Ich denke, hier einen Unterschied sieht man auf jeden Fall. Es soll auch Geschwindigkeitsunterschiede geben. Die sind mir jetzt allerdings nicht so stark aufgefallen. Denn wenn man hier mal gleichzeitig draufklickt oder tippt, ist es eigentlich quasi gleich schnell. So, was hier auf jeden Fall noch ein großer Unterschied ist, während mein iPhone mal bimmelt und ich das kurz mal auf Stumm stelle, ist die Tatsache, dass es hier einen Home-Button gibt, mit dem ich zu jeder Zeit ins Hauptmenü zurückspringen kann, während ich das hier oben beim Kindle Paperwhite über ein Menü machen muss. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Was ich bedeutend schlimmer finde, ist die Tatsache, wir drehen die ganze Geschichte mal um, dass es hier beim Kindle Touch auf der linken Seite noch Lautsprecher gibt und eine Mikrofonbuchse hier unten, über die man zum Beispiel auch Hörbücher sich reinziehen kann. Das Ganze geht beim Paperwhite nicht mehr. Also ihr seht keinen Lautsprecher, keine Kopfhörerbuchse. Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist die neue Oberfläche von diesem Gerät. Denn da sieht man doch schon Fingerabdrücke sehr, sehr stark drauf. Zum Beispiel auch im Urlaub. Dafür ist es ja wie gemacht, wenn man am Strand liegt oder am Pool liegt, wo man wirklich auch diesen Displays noch sehr viel erkennen kann, im Gegensatz zum iPad Mini. Kann man dann hier auch natürlich von der Sonnencreme, wird man da wahrscheinlich sehr viele Rückstände sehen. Was jetzt hier beim alten Kindle überhaupt nicht der Fall ist. Also da habe ich eigentlich keine Fingerabdrücke. Ich habe den jetzt seit im halben Jahr im Einsatz und noch nie irgendwie bewusst sauber gemacht, weil es mich nicht gestört hat. Und hier beim Paperwhite habe ich nach 10 Minuten gesehen, dass ich hier überall so kleine Fettflecken habe. Der große Vorteil des Paperwhite, keine Frage, ist auf jeden Fall die Lesbarkeit in dunklen Räumen. Und das werden wir euch jetzt gleich nochmal zeigen, nachdem wir das Da Licht sind wir wieder. ausgeschaltet Licht ist haben. aus. Wir haben nochmal das iPad Mini dazugelegt, was wir sehr dunkel eingestellt haben, also das könnte man natürlich auch noch heller machen, aber dann seht ihr wahrscheinlich zu Hause nichts mehr. Und also hier wird auch schon klar der Unterschied deutlich. Hier finde ich es wirklich sehr angenehm, denn man wird, gerade wenn man es nochmal hier hell schraubt, man wird nicht geblendet, denn es ist keine Hintergrundbeleuchtung wie beim iPad Mini, sondern eine Vordergrundbeleuchtung. Hier unten sitzen die LEDs und die strahlen quasi nicht in Richtung Nutzer, sondern in Richtung Display. Und hier sieht man auch ganz klar auf dem Kindle, ich kann es jetzt hier zwar bei den Lichtverhältnissen noch lesen, aber es ist sehr anstrengend für die Augen. Hier beim Kindle
Paperwhite hatten wir auch die Möglichkeit, in den Einstellungen, Moment, da oben war es, die Helligkeit einzustellen. Wir sind jetzt hier bei 19, es gibt 24 Stufen. Wir könnten das jetzt ganz ausstellen, dann ist es ungefähr genauso wie beim Touch. Und wir können es auch stufenweise hochstellen. Ganz hell wäre so. Und man kann aber auch schon, sag ich mal, hier mit mittleren Einstellungen sehr angenehm lesen, ohne dass es zu anstrengend für die Augen wäre. Letztlich stellt sich die Frage, braucht man so ein Kindle Paperwhite? Ich kann es nicht sagen. Wer wirklich viel liest, wer wirklich nur ausschließlich mit dem Gerät lesen will, der kriegt sicherlich mit so einem E-Ink-Reader das Beste, was man da derzeit bekommen kann. Da kann auch das iPad Mini leider nicht mithalten. Das ist aber eine ganz andere Geräteklasse, wie ich finde. Denn, wie gesagt, man kann damit viel mehr machen. Aber wer wirklich lesen will, wer wirklich viel liest, der sollte sich auf jeden Fall einen E-Reader mal genauer anschauen. Es muss ja auch keiner von Amazon sein, es gibt noch Alternativen. Wichtig ist halt aus meiner Sicht, man sollte schon so eine Vordergrundbeleuchtung haben, denn das erleichtert wirklich das Lesen auch in dunklen Umgebungen enorm.